einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Erstmal vorweg, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ja, dieses Video heute wird ein etwas anderes Video. Es wird ein Video, was durchaus ein sehr trauriges Video ist, was ich mir ganz anders vorgestellt habe. Was für mich auch nicht einfach ist. Aber ich habe mich aufgrund vielerlei Gründe dazu entschieden, dieses Video heute zu drehen. Ich werde versuchen, so stark wie möglich zu sein. Ich möchte hier jetzt nicht sitzen und die ganze Zeit weinen, was wahrscheinlich der Fall sein wird trotzdem, aber das ist auch völlig okay. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass dieses Video vor allen Dingen für euch da draußen, für die Frauen ist, die Ähnliches erleben. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich dieses Video drehe. Ich habe durch eines meiner letzten Videos, was ich damals gedreht habe, wo ich mit Leo schwanger war und wo ich die Blutungen hatte, gesehen, wie wichtig dieses Video für Frauen war, die in einer ähnlichen Situation gesteckt haben. Ich habe unfassbar viele Nachrichten auch, nachdem das Video schon lange, lange online war, bekommen, wo immer wieder gesagt worden ist, Fiona, dieses Video hat mir gerade so viel Mut gemacht, es hat mir so geholfen, es hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich sage euch ganz ehrlich, selbst wenn es nur ein oder zwei Frauen hilft, dann ist es für mich schon ein in Anführungsstrichen Erfolg. Aber ich habe gemerkt, wie viele Frauen mir einfach auch nach diesem letzten Video geschrieben haben. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass in dieser Situation, in der ich stecke aktuell und mit der ich heute über euch reden möchte, eine Situation ist, die so unfassbar viele Frauen durchleben, dass ich war geschockt. Ich war wirklich geschockt. Ich war selbst in so einer, aber ich bin immer noch in dieser Bubble irgendwie, in der es alles noch für mich total unreal ist und irgendwie ja noch lange nicht überstanden ist, aber ich habe diese Nachrichten so aufgesogen von euch, dass ich einfach, und auch von ganz vielen Frauen, die mir auf Instagram geschrieben haben, dass ich einfach gemerkt habe, ey, ich bin mit dieser Situation nicht alleine und es ist vor allen Dingen ein Thema, wo viele drüber schweigen und viele irgendwie das auch immer noch als Tabuthema ansehen. Ich habe Nachrichten bekommen, wo Frauen geschrieben haben, wahrscheinlich Frauen, die sowas noch nicht durchgemacht haben, die gesagt haben, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit und Trauer gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Mach das gefälligst mit dir selbst zu Hause aus. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man tun kann in so einer Situation, nicht darüber zu reden. Klar, ist das ein sehr, sehr, sehr privates Thema, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass ja, ich mit solchen Videos und auch mit solcher Offenheit vielleicht auch Menschen und vor allen Dingen Frauen jetzt in dieser Situation helfen kann. Und das ist wirklich eigentlich der absolute Hauptgrund, warum ich heute dieses Video drehen möchte. Und ich weiß selbst noch nicht genau, wie ich das alles erzähle. Es gibt dazu so viel zu sagen. Ja, ich muss mich zwischendurch wahrscheinlich auch immer mal sammeln und mal Luft holen. Ja, tatsächlich wollte ich das Video ganz anders anfangen. Ich wollte euch von einer zweiten Schwangerschaft erzählen und habe mich auf das Video extrem gefreut. Habe mich auch über unser Baby extrem gefreut. Wie ihr mitbekommen habt, kam alles ein bisschen anders. Ich hatte schon einiges vorgedreht für euch. Ich wollte meine Schwangerschaft dieses Mal so ein bisschen dokumentieren, euch Einblicke geben und hatte sozusagen den Anfang vor unserem letzten Ultraschallbild angefangen zu drehen und die Einleitung zu drehen. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was ich da eigentlich gedreht habe und wie, ja, man sieht einfach, wie glücklich ich war
Und irgendwie möchte ich das Glück auch trotzdem teilen, weil auch wenn das jetzt alles nicht in die Richtung läuft, in die es eigentlich sein soll, das Baby ist ein Teil von uns und das Baby ist ja, einfach, es ist ja nicht vergessen, es ist ja nicht weg in dem Sinne, es ist immer, also es wird in unserem Herzen bleiben und deswegen möchte ich auch diese Freude irgendwie noch mit euch teilen, obwohl das natürlich im gleichen Moment so unfassbar traurig ist, es auch zu sehen. Aber ja, so sollte das Video eigentlich anfangen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. So, was gibt es Neues? Die krasseste News ever. Wir bekommen ein zweites Baby. Wir sind happy. Are we happy, baby? We are happy. 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 Because we're happy. Anyway, wir sind jetzt gerade auf dem Weg und wie immer viel zu spät, deswegen sehe ich auch ein bisschen messy aus, auf dem Weg zum nächsten Ultraschall. Für mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich zum Ultraschall fahre, da freue ich mich so sehr. Ich war eigentlich super müde gestern Nacht, weil ich bin wieder super spät ins Bett gegangen. Und heute Morgen war ich so richtig euphorisch, weil ich wusste, heute geht es wieder zum Ultraschall. Ich freue mich immer so dermaßen. Ja, bin richtig, richtig happy. Also, wir fahren jetzt dahin, Ultraschall machen. Und wenn wir gerade über Ultraschall reden und über das zweite Baby, möchte ich euch jetzt mal ganz kurz unseren ersten Besuch, nachdem wir rausgefunden haben, also unseren ersten Frauenarztbesuch, Ultraschallbesuch, nachdem wir herausgefunden haben, Wieso? dass wir Aber. schwanger sind. Aber. Und das seht ihr. Ist So, alles gut? ja, alles gut hier, Werde. Kleiner, kleiner, die Füße und die Hände. Also ich sag euch, das ist jedes Mal für mich ist das so krass. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall gleich nochmal so ein extra Video aufnehmen, wo ich ein bisschen über die zweite Schwangerschaft erzähle. Ich fahre jetzt erstmal Auto, dann geht es zum nächsten Ultraschall und wir sehen uns später. Ja, ich hatte auch schon natürlich davor Videos gedreht. Ich hatte auch davor ein paar Einblicke euch gezeigt. Also das Baby war von Anfang an einfach total, wie soll ich sagen, es war total agil, es hat die ganze Zeit sich bewegt, es war alles so, ja, es war einfach alles so perfekt. Heute ist der nächste Ultraschalltermin für unser Baby. Und dann schauen wir mal, was das Baby so macht in meinem kleinen Bäuchlein. Wie die Arme sind. Hi! You can see the nose. Look at the nose. Yeah, but only mouth. from the Look at front. the Oh, mommy, the yeah, now mommy the is open. talking. Yeah. Yes. Perfect, mommy, you're doing blogging now. Oh, Guckt euch das mal an. Man kann. yes. Oh! Wow! Oh. Wow, this is amazing. You can see it so good. Das hier Yeah. ist der Mund. Da. Macht die ganze Zeit den Mund auf. Und dann könnt ihr das Herz sehen. Den Popo hier. Da ist der Popo. Da sind die Beine. Da ist der Arm. Und da ist ein Ohr. So, Baby. Baby. Und die Doktorin heute wollte unbedingt mir verraten, welches Geschlecht es ist. Und ich habe gesagt, nein, 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 nein. Und sie war richtig traurig, dass sie mir das nicht sagen konnte. Ja, sie meinte auf jeden Fall zu Mo, sie soll ein Foto, er soll ein Foto von mir machen oder ein Video, wenn ich rausbekomme, was es dann wird. Also es bleibt spannend und es ist jedes Mal immer wieder total aufregend, weil man, also ja, man legt sich hier hin und dann sieht man dieses kleine Würmchen im Bauch und ist einfach irgendwie geflasht. Ja, und wie ihr seht, es war von Anfang an nichts zu erahnen. Ich möchte mal ganz kurz erzählen für die,
die überhaupt gar nicht wissen, was eigentlich passiert ist, erklären, was an dem Tag eigentlich los gewesen ist. Also wir hatten eine ganz normale Ultraschalluntersuchung, waren total happy. Der Tag war für mich ein total schöner und aufregender Tag. Wir hatten an dem Tag die Permission bekommen, dass wir endlich in unserem Haus anfangen können zu arbeiten, was ein sehr, sehr langer Prozess war. Ich habe den ganzen Morgen mich um die Gender Reveal Party, die ich unbedingt machen wollte, gekümmert. Ich habe mich darum gekümmert, die Luftballons mit den Farben und allen zu klären, die Dekoration, die Location. Es war soweit fast alles vorbereitet und ich hatte mich wirklich extrem auf diesen Ultraschalltermin gefreut, weil auch wenn es das zweite Baby war, wir haben uns mega gefreut darauf und es war auch auf jeden Fall ein Baby, was jetzt vielleicht nicht so schnell geplant war, aber was geplant war. Also wir haben halt einfach gesagt, wenn es passiert, dann passiert's und wir sind dann ganz happy und wir wollen, dass Deo nicht alleine aufwächst und deswegen wir haben uns einfach wahnsinnig drauf gefreut und dann dieser Ultraschallbesuch war für mich wirklich total schön. Ich habe mich mega drauf gefreut und normalerweise muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der Schwangerschaft davor mit Leo ja wirklich mit einigen Komplikationen zu kämpfen gehabt und dementsprechend habe ich auch jedes Mal Angst vor dem Ultraschall gehabt und das war bei jedem Besuch so und das war auch bei dieser Schwangerschaft so, dass ich einfach irgendwie die Male davor immer zum Arzt gegangen bin und einfach gedacht habe, einfach so da gelegen habe und gedacht habe, bitte, bitte lass alles in Ordnung sein. Auf jeden Fall war ich dieses Mal wirklich sehr glücklich und bin überhaupt gar nicht in diesen Ultraschall reingegangen, als könnte da irgendwas Schlimmes passieren. Und dann haben wir den Ultraschall gemacht und dann hat sie diesen Ultraschall angefangen und ich habe sofort gesehen, dass das was nicht stimmte. Ich habe sofort gesehen, dass unser Baby einfach da ganz still lag und dass da kein Herzschlag war. Und ich habe sie dann noch sofort gefragt. Ich so, was ist dann? Ist alles okay? Ist alles okay? Und dann meinte sie nur so zu mir, warte mal, Fiona. Und dann hat sie halt die ganze Zeit mit diesem Ultraschallgerät gesucht und gesucht und gesucht und hat dann irgendwann mich angeguckt und gemeint, Fiona, sagt sie, Fiona, es tut mir leid, aber da ist leider kein Herzschlag mehr zu sehen. Ich war an dem Tag 2 Tage vor der 18. Woche. Und ich 2 Wochen länger und wir wären in der Halbzeit gewesen. Wir haben die letzten Monate mit dieser Schwangerschaft gerechnet, gelebt, uns gefreut mit dem Baby. Wir haben das Baby angeguckt, ganz oft an den Ultraschallbildern. Wir haben Leo davon erzählt, wir haben geplant, wir haben wir haben es einfach schon irgendwie so in unsere Familie mit eingebaut, in Anführungsstrichen. Und das kam echt wie so ein Hammerschlag, ne? Weil man natürlich, also der fachliche Ausdruck heißt Missed Abortion und das bedeutet, dass man halt einfach gar nicht mitkriegt, dass das Kind halt einfach nicht mehr lebt und dass das Kind halt einfach dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. Bei anderen Fehlgeburten hat man vielleicht Unterleibkrämpfe, Rückenschmerzen, Blutungen oder sowas. Aber hier war einfach, es war ja nichts. Es war nichts, was irgendwie darauf hätte hindeuten können, dass an diesem Tag etwas nicht in Ordnung ist. Und es war halt einfach ein echt krasser Schock und ein richtig tiefer Schlag in die Magengrube. Das Einzige, was ich in dem Moment gemacht habe, war, ich habe sofort Leo in den Arm genommen und habe ihn so festgedrückt und habe einfach mich versucht, an ihm festzuhalten. Und ich war einfach in dem Moment so froh, dass er da war. Ich habe ihn einfach nur so festgehalten und habe einfach
mich so gefreut, dass ich Leo habe. Und es war, also ich muss auch dazu sagen, Leo war einfach die allergrößte Stütze in den letzten Tagen, in den ersten Stunden direkt, nachdem wir das erfahren haben. Würde Leo nicht da sein, ich glaube, dann wäre das alles ganz anders für uns gewesen. Und deswegen möchte ich auch gerne mal daran so zwischendurch erinnern, wie, also für alle Frauen, die da draußen Kinder haben, wenn ihr ein gesundes oder vielleicht auch ein nicht gesundes Kind habt, aber ihr glücklich und zufrieden miteinander lebt und ihr euch gegenseitig habt, dann wisst es einfach wertzuschätzen. Es ist sowas Besonderes, ein Kind zu haben. Ja, ich bin einfach immer noch in dieser Situation, dass ich ja häufig auch über Frauen nachdenke, die in dieser Situation, also die in dieser Situation stecken oder gesteckt haben und kein Kind haben, an dem sie sich festhalten können, und wie schlimm das einfach für Frauen sein muss, die in so einer Situation stecken und sich nicht daran festhalten können. Und meinen größten Respekt an alle Frauen, die das durchstehen, und wie viele Nachrichten ich gelesen habe von Frauen, die, oh Gott, in einen Tag vor dem Entbindungstermin, es 5, 6 Fehlgeburten hintereinander und immer noch kein Kind. Und also ist, und ich muss auch dazu sagen, es ist völlig egal, in welcher Schwangerschaftswoche man ist. Man ist mit einer Schwangerschaft Mama und man hat ein Kind. Und da gibt es für mich nicht ach, das war ja nur erst dritte Woche oder das war ja schon 18. Woche oder weiß der Geier was. Natürlich, und das ist, steht außer Frage, weil man ein Kind fast 9 Monate ausgetragen hat man dann, wie zum Beispiel die eine, die mir geschrieben hat, dass ein Tag vor dem Entbindungstermin das Herz aufgehört hat zu schlagen, natürlich ist das noch tieferer Schlag in die Magengrube, aber ich möchte, dass auch Frauen darüber manchmal nachdenken, die vielleicht zu anderen Frauen sagen, naja, das war doch erst dritte Woche oder das war doch erst vierte Woche, dass es genauso schlimm ist. Also es ist ein Verlust, und ein Verlust tut weh, und ein Verlust, der muss irgendwie verarbeitet werden, und jeder verarbeitet das unterschiedlich. Und auch ich, und das möchte ich auch nochmal sagen, ich teile sehr viel natürlich auch von mir auf Instagram und jetzt mittlerweile ja auch auf YouTube. Und manchmal fragen mich Leute, warum machst du das? Oder ich glaube, doch, das sollte auch gar nicht hinterfragt werden. Jeder geht anders damit um. Jeder hat ein anderes Verhalten. Jeder ist unterschiedlich. Und meine Art, auch mit Dingen umzugehen, ist, darüber zu sprechen. Anderen Leuten vielleicht auch Mut zu machen und zu sagen, hier, guck mal, das stehen wir irgendwie alle durch. Wir stehen das alle durch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich sehr traurig bin, habe ich das Gefühl, dass ich sehr stark mit dieser Situation umgehe und dass ich sehr gut mit dieser Situation umgehen kann. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich einfach in der Vergangenheit sehr viele harte, Schicksalsschläge verarbeiten musste und ich einfach gelernt habe, nach vorne zu schauen. Es ist so wichtig, nach vorne zu schauen und sich an positiven Dingen auszuhalten und sich daran festzuhalten. Für mich, wie gesagt, Leo war die wichtigste Person in dieser Situation, und ich kann einfach nur sagen, ich war in den letzten Tagen häufiger dankbar und glücklich, als dass ich traurig war, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser kleine Wurm in mir, dass er uns gezeigt hat, wie dankbar wir für Dinge sein können. Und allein das macht dieses kleine Wesen so besonders, denn es hat sein Teil auf dieser Erde für etwas zu stehen und für uns etwas zu lernen beigetragen. Es hat uns gezeigt, wie dankbar wir
füreinander sein können. Es hat uns gezeigt, wie dankbar wir für Leo sein können. Es hat uns gezeigt, wie schön die Welt eigentlich die ganze Zeit ist, ohne dass wir es bemerken. Und ich war für Leo schon extrem dankbar. Und Leute, die mich schon lange verfolgen, die wissen, ich wollte immer ein Kind haben. Ich wollte immer eine eigene Familie haben. Und als ich Leo bekommen habe, oh, wartet mal. Oh, ich musste kurz durchatmen. Und als ich Leo bekommen habe, war ich schon so unfassbar dankbar und so wahnsinnig glücklich. Aber durch unser Baby, was wir verloren haben, bin ich noch viel dankbarer gewesen. Und ich bin, also zum Thema Dankbarkeit, möchte ich auch nochmal sagen, für alle, die das Video sehen, die mir geschrieben haben, die mir Zeilen geschrieben haben, ich konnte nicht alles lesen, weil ich bin tatsächlich echt überflutet worden mit Nachrichten. Aber die, die ich gelesen habe, und das waren wirklich einige, sehr, sehr viele, für die bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich muss euch wirklich sagen, dass mir das wirklich sehr geholfen hat. Es waren ein paar wirklich so wundervolle Nachrichten dabei, die mir geschrieben worden sind. Und eine, die hat zum Beispiel auch geschrieben, dass unser Baby im Prinzip da war, um uns Dinge zu lernen und jetzt halt einfach noch ein paar Sachen braucht und nochmal zurückgeht und bald wiederkommt mit allem, was es braucht, um zu leben. Und ach, es war einfach so schön, was mir Frauen geschrieben haben, und ich war einfach so dankbar dafür, was man mir für liebevolle Nachrichten geschickt hat. Und ich hoffe einfach so sehr, dass, wenn ihr da draußen auch in so einer Situation seid, dann dass ihr Leute habt, mit denen ihr darüber reden könnt. Ich wünsche mir, dass unter diesem Video sich Frauen vielleicht austauschen können, sich gegenseitig austauschen können und Erfahrungen teilen können. Falls ihr irgendwelche Tipps für Frauen habt, sei es Bücher, sei es Internetseiten, sei es was auch immer, Instagram-Seiten, die ihr vorschlagen könnt, YouTube-Videos, die ihr vorschlagen könnt, schreibt es bitte alles hier unten in die Kommentare. Vielleicht hilft es irgendjemand anderes. Und wenn es nur irgendein schöner Text ist oder so, wie gesagt, diese Texte, die ich zum Teil bekommen habe, haben mich einfach so berührt und haben mich irgendwie dann auch so ein bisschen lächeln lassen in einer Situation, in der ich total traurig war. Also wie gesagt, wenn ich das lese, oder das jetzt auch, wie ich das gerade wiederholt habe, was da geschrieben worden ist, dann hat mir das irgendwie so ein warmes, schönes Gefühl gegeben, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht ist unser Baby einfach nicht bereit gewesen und brauchte noch ein paar Sachen und holt sich diese paar Sachen und kommt einfach irgendwann wieder zurück. Ach. So, ich brauchte jetzt doch noch mal kurz ein paar Sekunden, um mal wieder Luft zu holen. Es ist doch ganz schön viel, und apropos viel, es geht noch so viel mehr durch meinen Kopf. Es gibt so viele Sachen, die ich noch sagen möchte, aber ich glaube, für heute ist das zumindest das Video erstmal, was euch die Situation so ein bisschen erklärt. Ich würde gerne in meinem nächsten Video mal kurz erzählen, warum ich das Baby eigentlich immer noch in mir trage. Denn das hat sehr viele Fragen aufgeworfen und vor allen Dingen auch sehr viel Diskussion. Dann möchte ich einfach auch nochmal sagen, an alle Frauen, wie gesagt, die da draußen sind, die Ähnliches erlebt haben oder erleben oder gerade in dieser Situation stecken, ihr seid nicht alleine. Wir schaffen das, und wir werden hoffentlich alle ein, ich glaube, es nennt sich Regenbogenbaby, also ein Baby, was nochmal nach einer Fehlgeburt kommt, bekommen. Wir werden diese Situation durchstehen, und ich kann euch nur sagen, so viele Schicksalsschläge, die ich hatte, die haben mich in irgendeiner Form auch stärker gemacht. Bitte, bitte versucht,
Situationen im Leben, und das gilt für alle Situationen im Leben, die man so durchmacht, wirklich, sie können euch stärker machen. Lasst euch nicht zu sehr von Dingen runterziehen, sondern zieht daraus wirklich die positiven Dinge. Es hört sich immer so bescheuert an, und ich erinnere mich noch so gut an die Situation, in der ich meine Mama damals verloren habe und mir jemand gesagt hat, versuch aus solchen Situationen die positiven Dinge zu ziehen. Und ich habe damals nur gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo soll ich denn irgendwas Positives daraus ziehen? Aber, und das kann ich euch heute sagen, nach allem, was ich durchgemacht habe, wäre meine Mutter nicht verstorben, und das soll jetzt überhaupt nicht, also bitte, bitte, bitte fasst das nicht falsch auf, ich möchte nur, dass ihr versteht, was ich damit meine, dass man manchmal seinen Blickwinkel ändern muss, um Dinge, die im Leben passieren, die einen ganz doll tief treffen und die ganz doll wehtun, irgendwie in etwas umwandelt, was euch stärkt. Ich habe damals einfach gemerkt, dass ohne den Tod meiner Mutter wäre ich wahrscheinlich nicht nach Dubai gezogen. Ohne dass ich nicht nach Dubai gezogen wäre, hätte ich Mo nicht kennengelernt und hätte Leo heute nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Mama da, wo sie jetzt ist, dass es ihr 1000-mal besser geht. Meine Mutter hat sehr gelitten, und ich habe das erst im Nachhinein irgendwie immer wieder so für mich dann auch selber natürlich, also klar, ich wünschte mir, sie wäre hier und es wäre viel schöner, und ich wünschte mir, ich könnte mit ihr all diese ganzen Sachen durchleben, aber das kann ich nun mal nicht. Wir können Dinge im Leben zum Teil einfach nicht steuern, wir können sie nicht mehr rückgängig machen, und wir können auch nichts daran ändern. Das Einzige, was wir können, ist das Beste daraus zu machen. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Und versucht immer aus irgendwelchen Sachen, die passieren, das Beste irgendwie draus zu machen und das Positivste irgendwie daraus zu ziehen. Und ich ziehe aus dieser Situation aktuell, wie gesagt, dass ich einfach noch dankbarer bin für Leo, dass ich gesund bin, dass Leo gesund ist, dass Mo gesund ist, dass wir eine Familie sind und uns haben. Und Leo wird im Prinzip immer der große Bruder bleiben jetzt. Und er hat ein Geschwisterchen, was jetzt einfach nicht da ist, aber was in unserem Herzen ist. Und wir werden das niemals vergessen. Mir steht das Schwierigste noch bevor. Ich muss noch ins Krankenhaus, und ich muss mein Kind sozusagen tot zur Welt bringen. Also man nennt es auch stille Geburt. Ich habe davor schon sehr große Angst, aber auch wieder da kann ich nur sagen, so viele Nachrichten von euch, so viele schöne Nachrichten von euch, die mir irgendwie Kraft gegeben haben für diesen Tag, der mir noch bevorsteht, dass man das irgendwie so durchlebt, dass man damit abschließen kann und dass man sich verabschieden kann und dass man einen Abschluss findet für sich, sozusagen auch psychisch gesehen. Das ist ja einfach auch eine wahnsinnige Belastung. Ja, da werde ich nochmal drüber sprechen. Wie gesagt, das war es jetzt erstmal für das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr irgendwas aus diesem Video ziehen könnt. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Tipps für andere Frauen habt, glaubt, dass ihr mit euren Worten, euren Geschichten, Links, Buchempfehlungen, Videoempfehlungen, was auch immer, helfen könnt, dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden und euch dann erzählen, wie gesagt, warum das Baby immer noch mit mir ist, was mir bevorsteht, was ich mir wünsche. Ja, das ist es erstmal. Ich drücke euch ganz fest und bleibt stark, seid positiv.
Seht die schönen Dinge im Leben. Haltet euch an den schönen Dingen fest. Es gibt da draußen ganz viele schöne Dinge. Klar gibt es auch immer wieder ganz traurige Dinge, aber irgendwie lassen diese traurigen Dinge, die vielleicht uns manchmal normal erscheinenden Dinge, viel heller strahlen und viel positiver sehen, als wir das zuvor getan haben. Und das ist ja irgendwie auch was Schönes. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Anschauen. Teil dieses Video gerne mit Freunden, Frauen, die Ähnliches erleben. Und wir sehen uns ganz bald wieder.